Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Und ja, ich würde sagen, wir reden auch einfach nicht viel. Wir machen hier einfach weiter und sprechen mit Bobby. Denn wir wissen, wo Bobby ist. Da ist Bobby. Bobby ist ein guter Neighbor. Ich kann natürlich von dem Ort nicht schnell reisen, stimmt. Was ergibt denn? Wir sind in einem Gebäude. Kann er aber schnell reißen. So, nochmal. Weil wir jetzt, also wir wollten so die ganzen Nebenquests abklappern und dann, ja. Gehört das eben dazu? Frage ist nur halt, wo ist Bobby? Okay, hier in den Seitengassen der Stadt. Hey, du. Suchst du Arbeit? Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt, einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, verstehst du? Aha. Ja, dann. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Ja, dann. Bobby Nasenlos. Ja, alles klar. Bereit, an die Arbeit zu gehen? Was? Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Und das war's? Wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann brauche ich mehr als das. Neugierig, was? Okay, ich erklär's dir. Du wirst ein bisschen graben. Okay. Ich bin dein Mann. Niemand mag einen Arschkriecher. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Okay. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Falsch. Das große Graben. Ich meine, ich habe ja Piper dabei. Ich mache mir ja keine Sorgen, aber... Das ist alles sehr merkwürdig. Nachher graben wir unser eigenes Grab oder so. Könnte alles... Wäre alles Fallout. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöks. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Oh oh. Und neuer. Hallo? Ha. Na, wunderbar. Das wäre jetzt nicht so schwer. Ein Meyerlock-Messerklaue. Aha. Aber. Also ich hab noch nicht kritisch. Also, dadurch, dass man die halt im Gesicht so leicht töten kann, sind Meyerlocks, finde ich, ja echt keine starken Gegner, ne? Besser gelaufen als erwartet. Was ist in meinem Tunnel los? Nichts. Also, nichts Großes. Nichts, wo man sich Sorgen machen müsste.
genug. Was ist in meinem? Ach so, ich habe ja noch Level Up. natürlich könnte ich das hier jetzt machen, immer noch, mit dem mehr Schaden. Aber... Ah ne, die neuen Mods haben... Okay, brauche ich ein höheres Level, okay, gut. Wie ist das eigentlich mit Preise? Könnte ich theoretisch beide Dinge machen sogar. Aber erstmal möchte ich mehr Schaden machen. Jo. Das nächste mit Level 31. Ja. Tunnel los. Ja, weiß ich nicht. Bobby. Was ist in meinem Tunnel los? Ja, wenn du jetzt noch einmal fragst. Der Raum war voller Meyerlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Und wer? Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Ich komme ein bisschen vor wie der Typ, von dem die geredet hat. Ich möchte aber erstmal selber gucken, was es hier noch so gibt. Ich will ja wissen, was ich hier ausgrabe. Geschickt gemacht. Ja. Nicht schlecht, ne? So. Ein paar Maschinen. Fusionskern natürlich, so geht immer. Ein Aluminiumkanister. Meyerlurk Eier. Aber prinzipiell nichts Interessantes. Nope. Nichts, womit man jetzt wirklich was anfangen könnte. Nee, nee. So, interessant, was das für eine Quest ist, dass ich das einfach so... Ich komm später. Bestell dir eine Schüssel Nudeln, wenn ich aufgehalten werde. Ja, ja. Mach ich. Ich esse auch mal gleich eine Pizza. Also im echten Leben. Fallout Pizza wäre auch lustig. So, Diamant City. Ja. Aha. Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Hast du eine Salbe? Ich hab da diesen Ausschlag. Nein. Tachchen. Da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mitten drauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst.
So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist da drin? Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Erzähl mir mehr über das Büro der Security. Waren früher mal Umkleiden. Und das riecht man auch. Das ist kein Hochsicherheitsgefängnis. Und es wird auch nicht schwer bewacht. Kein Problem für jemanden wie dich, oder? Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Okay. Gefängnis heißt, würde ich sagen. Ja, aber das hört sich so an, als wäre das wirklich kein Problem für uns. Morgen. Es stimmt also? Du bist der Boss der Minutemen? Freut mich. Die kämpfen nämlich für eine gute Sache. Ja. Officer? Hast du was zu sagen? Warum ist Mel hier? Der wurde erwischt, als er den Roboter-Barkeeper in der kolonialen Kneipe umprogrammieren wollte, damit er kostenlose Drinks bekommt. Nur zwischen uns. Wenn ich wüsste, wie man das macht, würde ich das auch tun. Ich wollte Mel aus dem Gefängnis holen. Vergiss es, er sitzt seine Zeit ab, so wie jeder andere auch. Warum hast du ein Renault-Logo auf der Brust? Du bist ziemlich dicke mit dieser Reporterin, oder? Pass besser auf. Der Bürgermeister steht mit ihr auf Kriegsfuß. Nun, das könnte schwer werden. Nette Knarre hast du da. Aber lass sie stecken. Ich habe gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Haben wir jetzt zwei Detektive in Diamond City? Keine Ahnung. Ich muss auf den Moment warten, wo hier steht, dass ich versteckt werde. Auch wenn ich nicht weiß, ob das hier passieren wird. Aha. Was? Okay. Jetzt aber. Ja. Was machst du da? Einfach verschwinden. Das bemerkt doch keiner. Oder? Es fällt wahrscheinlich niemand auf. Naja, das stört schon nicht. Ich weiß auch, dass das ja Piper auch nicht gefallen hat, aber da krass ist, also, das, also, Piper muss da mal so ein bisschen, ja, komm. Mel. Ich bin gespannt, um was es geht, aber verschwinden wir erstmal, okay? Tja, danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Ja. Woher weißt du das? Niemand sonst würde sich meinetwegen so viel Mühe machen. Gott, die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe ihr ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was, sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Nun,
Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Ja, rekrutiere Mel. Es ist richtig... So richtiger Diamond City heißt, den wir hier gleich abziehen werden, glaube ich. So. The Fence. War das schon immer The Fence? Das sind meine Fans, die da stehen. Nicht? Nicht, okay. So, wie weit ist das denn weg? Aha, okay. Also, ich dachte schon, ich müsste da jetzt hin laufen, aber ich teleportiere mich da mal doch lieber auf diese Entfernung, wenn ich direkt nach Good Neighbor muss. Ist wohl besser. Riechst du das? Das ist Freiheit. Ja. Ich finde es immer sehr beruhigend, was hier für so viele Gänge sind. Hallo? Oh. Huch. Ja. Was, ja. Ah, na, im Keller. Ah, das ist doch kacke. Und wofür ist dann die Grabung hier? Hä? Ich check's nicht. Was wollten die denn dann ausgraben? Tunnel bis nach Diamond City wird es wohl nicht sein. Das, Was soll ich sagen? Ich habe von den Besten gelernt. Ich fühle mich geschmeichelt. Also, was hat's mit dem neuen Typen auf sich? Oh, da hatte ich Glück. Ist einfach zu mir gekommen und hat den Job angenommen. Er hält sich an Anweisungen und ist nützlich beim Kampf. Was will ich mehr? Und schlecht aussehen tut er auch nicht. Vielleicht hinterlassen wir dieses Mal keine verbrannte Erde, ne? Ihr wisst, dass ich hier stehe, ne? Bobby. In Ordnung. Das ist es. Mel, möchtest du deine kleine Freundin vorstellen? Ja, das ist Sonja. Dieser kleine Bot gräbt sich durch Erde wie eine Maulwurfsratte auf Jet. Was? Wie soll uns denn ein Roboter helfen? Sie hat besondere Fähigkeiten. Sie ist einzigartig. Ich habe ihre Funksysteme so modifiziert, dass sie Schallimpulse auf einer Frequenz aussendet, die jedes Sediment lockern. Mel sagt, wir kommen 10-mal schneller zum Tresorraum als durch Graben. Und es ist wesentlich sicherer, als alles mit Dynamit zu sprengen. Also, es kann losgehen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird. Also, macht euch bereit. Sonja, leg los. Die wollten echt sich nach Diamond City durchgraben. Ja. Okay. Super, danke. Also benutzen wir den Roboter, um in den Tresorraum zu kommen. Nach dir, du harter Bursche. Sag mir Bescheid, wenn du eine Sackgasse gefunden hast. Ich lass dann Sonja mal ran. Unser Ziel liegt südwestlich. Aber wir müssen eventuell ein paar Umwege in Kauf nehmen. Ja. Es ist ja ein bisschen lustig. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Uiuiui. Dachchen. Aua. Yo.
Hirnpilz. Sehr ekelhaft. Was ist denn da oben? Ey! Wow! Na. Okay. Na. Was machen denn die Schlüpflinge da? Nein. Mensch. Mehr habt ihr nicht drauf? So, hallo? Ich hätte gerne Fusionskern. Ist das ein Schraubenzieher? Aha. Hier drüben, Mel. Sonja, du weißt, was zu tun ist. Jo. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ist natürlich auch natürlich so, dass hier Tunnelsysteme sind überall. Oh nein! So trete ich nicht ab! Ach Gott, nicht noch mehr. Falsche Richtung übrigens. Na. Na. Wow. Was würde eigentlich... Ja. Passieren, wenn einer von denen stirbt? Wüsste ich mal gerne. Da ist das zum Beispiel nicht möglich. Hallo. Bist du ekelhaft. Eine Todesklaue. Das ist irgendwie beunruhigend. Sagen wir es mal so. Was ich mal gleich wissen will... Meierlöckfleisch, ne? Habe ich da Vergiftung bei? Nein. Gut. Das heißt, ich werde hier immer Frischfleisch haben auf dem Wege. Nice. Also, natürlich kann ich erstmal... mit Waffen kämpfen. Was? Nein, Was war das denn jetzt für ein Gedanke, so ein komischer? Ich meinte natürlich, jetzt kann ich erstmal mit meinem anderen essen. So, das war es, was ich sagen wollte. Um Gottes Willen. Kann man die Musik jemand ausmachen? Das ist, ich hab, GEMA-Klinik-Angst. Es kommt mir ein bisschen bescheuert vor mit diesem Sediment. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was? Nein. Gehen wir einfach weiter. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Huch. Yo. Warum so viel radioaktive Strahlung? Na toll. Yo. Ein legendärer Ghoul-Dings da. Ja, wir können auch natürlich einfach nur reden. Das stimmt natürlich. So, ich hoffe, du stirbst auch. Seid ihr dann auch tot? Perfekt.
So. Ziele bluten und 25 zusätzlichen Schaden. Yo. Ist das natürlich sehr wichtig, dass man jetzt noch die Ansagen für die Bahn hat. Das ist, also anders ginge es nicht. Aua. Ja, wo ist er? Superkleber. Ist der Kleber, der superklebt? Ja, ich habe echt das Gefühl, ich war hier schon mal. In irgendeiner Quest, die vor einer Vault, glaube ich, war. Vault alt 88 oder was das da war? Oder 48? Irgendwie so. Ja, ich meine. Das kann natürlich auch vollkommener Schwachsinn sein. Ist es wahrscheinlich auch. So. Aha. Na dann. Überfällige Bücher. Aha. Wow. Okay. Der nächste. Hallo? Also, der Kill ist schon geschehen. Deswegen müsste ich den nicht mehr machen. Ah, das ist natürlich super. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier? Das kann nicht sein, ne? Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern die Wahrheit erzählen. Ach so. Okay. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Ich verstehe. Ich schau mir mal einen Weatherway rein. Könnte ja mal vielleicht sinnvoll sein. Es hört sich sehr an wie Inkspots. Was haben wir da? Einen legendären Wurmplünderer. Ich sehe allerdings nichts. Ach, da ist er. Ja, der ist aber legendär einarmig. Du hättest mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Alles klar. Ach, der Mann hat sich auch selbst lebendig vergraben. Finde ich auch sehr gut. Jo. Das hätten wir. Tafel, Löffel. Aha. Sehr gut. Mir schmilzt das Gesicht nicht weg. Aber ihr. Ja, aber, hey, ja. Das war euer. Oh oh. Stirb. Nein, nicht mit dem Mutieren. Und er ist tot. Aua. Aber ist interessant, wie viele hier sind, ne? Oh, was haben wir denn hier? Piper, es gibt für jeden Scheiß eine Verwendung. Verstehe es. Wow, die Radioaktivität ist over the top. Hol Sonja hier rüber. Verstanden.
Sonja, jetzt wird gesprengt. Yo. Was haben wir? Ein Safe-Schloss. Das ging ja einfach. Doppelbad und so. Ja, ich höre gerade irgendwas mit. Ich glaube, I don't want to set the world on fire. Ja. Und ich weiß, das wird gestrikt. Also nicht gestrikt, das wird einfach nur. Copyright. One desire. Da sehe ich Superkleber. Oh. Fast. Superkleber. Es ist Kleber gewesen. Immerhin. Das ist ja. Zumindest etwas. Wie kommt er denn schon dahin? Ein Abraxo-Putzmittel, sogar gleich zwei. Ja, nice. Terpentin. Und nochmal Terpentin. Und eine Aluminiumdose. Und Klebeband. Und. Funktionstüchtig machen an. Ich glaube, ein Roboter genügt. Okay, es hätte aber nicht lange gedauert. Ja, es hätte nicht lange gedauert, wäre aber auch nicht Sonja sinnvoll hier gewesen. Los, Sonja. Ich muss hier jetzt die ganze Zeit und ständig und alles drüber reden, damit ich nämlich hier das I don't want to set the world on fire. Von den Inkspots übrigens, die. Das ist ein Fun Fact, jeder Song von denen beginnt ja mit dim 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 dim. Das ist quasi deren Jingle. Hallo, können die mal loslegen? Ja, ich habe das Gefühl, das Ding ist gerade stecken geblieben. Ich warte mal eine Stunde. Vielleicht hilft das. Jo, dachte ich mir nämlich schon. Das ist, weil wenn das in der Decke stecken bleibt und dann einfach warten und dann... Läuft das! Wo ging es denn jetzt hier raus? Es ging hier raus. Das ist sehr... Ja, es ist gut. Es ist gut. Das hört sich ein bisschen wie Gott. Soll ich links oder rechts? Ich gehe rechts. Links. Links sieht irgendwie besser aus. Eine Lucia. Mhm. Interessant. Ein Terminal. Die Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Okay. Da ist sonst nichts weiter. Ein Mikroskop und eine Aluminiumdose. Meine Güte. Yo. Das hätten wir. Das ist ja schon mal gut. Yo. Geil, Rolex an. Ist ja... Hallo. Was ist das denn? Verwesender Leuchtender, war, der hat einen Totenkopf. Das ist ganz schlecht, vielleicht. Ich mache mal einfach kritisch, weil ist notwendig. In der Hoffnung, dass das nicht so schlimm ist. Achso, ja klar, das Tür, ich kann es nicht nutzen. Schade eigentlich, das wird zu schön gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Sachen, die ich mitnehmen werde. Ein Mireluker Fleisch. Noch eine Schachtel Zigaretten. Ich habe das Gefühl, dass ich hier runtergefallen bin. Das Gefühl, dass, die Apokalypse hier, der Traum für alle
Oh. Ja, ich möchte trotzdem alles mitnehmen. Der Traum für... Wir müssen hier durchkommen. Aha. Verstanden. Sonja, jetzt wird gesprengt. Ja. Dass das der Traum für alle Raucher ist, weil irgendwie liegt so viel Tabak rum und was weiß ich und... Ja. Genau, ich leg mich einfach hin. Haarklammern, so. Das wollte ich nämlich haben und für 6 Stück hat sich das doch sogar auch mal ordentlich gelohnt. Hallo. Hallo. Könnt ihr die mal kaputt machen, bitte? Sonja? Dann schlafe ich halt. Eine Stunde. Das waren Billy Ward and the Dominos. Hallo? Ja, sag mal. Mel. Wenn Bobbys Angaben stimmen, und da habe ich meine Zweifel, sollte der Tresorraum dahinter sein. Wenn du dir in dem Tunnel noch was ansehen willst, solltest du das jetzt machen. Ja, nö. Bin bereit. Okay, dann machen wir's. Bereit, Sonja? Und los geht's. So, das wird also mal, als wäre das flüssig, das Zeug danach. Irgendwie hat es das nicht gebracht. Oder bin ich zu... Hä? Bobby. Toll. Jetzt habe ich nasse Socken. Also, wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City. Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich liegen. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wär's dem Boss ein wenig zu vertrauen? Sag die Wahrheit, Bobby. Wo sind wir? Unter dem Tresorraum von Diamond City. Und ich sag es zum letzten Mal. Wir müssen aber noch irgendwie da hochkommen. Mel, glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament bröckelt ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Tja, dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Guter Gedanke. Also, ja. Dann alle raus hier. Sonja, mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Oh oh. Was könnte in der... Kann ich die... Der eigentlich... Okay, die hat nichts Verdächtiges dabei. Was passiert, wenn ich eigentlich da drin bin? Währenddessen? Ich glaube, dann passiert nichts, ne? Jetzt geht's los. Dann nicht. Sonja alles. Also, dann mal nichts wie rein in den Tresorraum. Oh, naja. Nein, Sonja. Reiß dich zusammen, Mel. Wir brauchen das Ding sowieso nicht mehr. Aber... Mit der Beute aus dem Tresorraum kannst du einen neuen Roboter bauen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Ja, nett. Da würde ich sagen, gehen wir da mal da rein, ne? Irgendwie. Das ist nicht so special. Also hat das doch garantiert jemand gehört. Hier ist gar nichts, ist hier. Das soll ein Tresor sein? Ich wette, da warten jetzt noch Leute auf uns. Bobby, was machst du denn hier? Scheiße. Dachtest du ernsthaft, Hancock würde von deinem kleinen Plan nichts mitbekommen? Er hat sich um dich gekümmert, Bobby. Und du willst ihn beklauen? Hör nicht auf sie. Eben. Was hat das denn mit Hancock zu tun? Ja, deswegen. Wie Mel schon geahnt hat. Ist das nicht der Tresorraum von Diamond City? Ich sehe schon. Den anderen ist das auch nicht klar.
Toll, Nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Ihr wisst schon, Hancock, der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal, ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Was ist hier los, Bobby? Warum hast du uns angelogen? Niemand, der bei Verstand ist, würde mir helfen, Hancock zu bestehlen. Entweder man hat eine Heidenangst vor ihm oder liebt ihn abgöttisch. Er glaubt, er sei unverwundbar. Ich wollte ihm zeigen, dass er sich irrt. Ach komm. Ich werde das hier durchziehen, Bobby. Du wirst es nicht bereuen. Dann können wir es auch zu Ende bringen. Falsch gedacht. Ist bestimmt eine Menge Geld dabei, oder? Upsala. Upsala. Wow. Das war ziemlich knapp. Kannst du mal wirklich sterben, ehrlich? Aua. Huch. Die Beute muss in dem verschlossenen Waggon sein. Machen wir ihn auf. Fahrenheit hatte vermutlich einen Schlüssel. Schau doch mal, ob du ihn finden kannst. Boah. Aha. Ich trage natürlich zu viel. Wobei... Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Jo. Hey. Was gibt... Was passiert, wenn ich der Frau einen Flammenwerfer in die Hand drücke? Und andere Waffen. Gibt's denn zu tun? So. Lass mich das erstmal ansehen. Hm. Naja. Mehr Dokumente und so. Das ist jetzt nicht so super viel. Bobby. Genau das meine ich. Hier ist bestimmt reichlich belastendes Material über Hancock. Tja, ich bin froh, dass wir es lebend geschafft haben. Und jetzt wirst du dafür bezahlt. Also hör auf zu jammern. Und du, ohne deine Hilfe hätte ich das nicht durchziehen können. Und nun? Was machst du als nächstes? Tja, nach Good Neighbor kann ich wohl nicht mehr zurück, oder? Ich habe mir überlegt, eine Siedlung in Southie zu gründen. Und da ich jetzt die Kronkorken habe, mache ich's auch. Wird ein großes Ding. Aha. Danke. War doch irgendwie lustig. Oh, du hattest also Spaß. Vielleicht brauchst du ja dann deinen Anteil nicht. Hey, war nur ein Witz. Hier ist dein Anteil. Hast du gut gemacht. Viel Spaß. Ich habe mir mehr Geld erhofft. Also 200 Kronkorken sind jetzt nicht so... Naja, es ist halt... Ein bisschen, ne? Aber nicht viel. Also irgendwie... Spaß machen, das auszugeben. Irgendwie... Ja. Nö. Es war jetzt nicht so... special. Wie erwartet.
Na, aber naja, ich würde sagen, wenn gleich der Ladebildschirm zu Ende geht. Dass wir dann... Aha. Frag die Puppe, wo sind wir denn? Tatsache, ein bisschen nördlich. Cut machen.